Hallo und willkommen zum heutigen Video. Heute wollen wir mal die Newton-Identitäten anwenden auf eine symmetrische Funktion. Also nicht die elementarsymmetrischen Funktionen, sondern allgemeine, rationale, symmetrische Funktionen der Wurzeln. Was bedeutet rationale Funktion? Das sind Funktionen, bei denen die Variablen mittels Addition, Subtraktion, Division und Potenzieren und Multiplizieren natürlich miteinander verknüpft werden. Und diese allgemeinen symmetrischen rationalen Funktionen schauen zum Beispiel folgendermaßen aus. Wenn wir also unser Paradepferdchen aus dem Stall treiben, unser Polynom vierter Ordnung f von z gleich a0 z hoch 4 plus a1 z hoch 3 plus a2 z Quadrat plus a3 z plus a4 und natürlich annehmen, dass diese Wurzeln der Gleichung Alpha f von Beta, f von Gamma, f von Delta gleich 0 ergeben, dann wollen wir folgende Funktion Psi von diesen Alpha, Beta, Gamma, Delta, die folgendermaßen ausschaut, mal betrachten. Wir hätten hier ein Alpha hoch 3 durch Beta Quadrat plus ein Alpha hoch 3 durch Gamma Quadrat plus ein Alpha hoch 3 durch Delta Quadrat plus Beta hoch 3 durch Alpha Quadrat plus Beta hoch 3 durch Gamma Quadrat plus Beta hoch 3 durch Delta Quadrat, und man weiß jetzt natürlich, wie es weitergeht, aber ich schreibe es trotzdem auf: Gamma hoch 3 durch Alpha Quadrat plus Gamma hoch 3 durch Beta hoch Quadrat plus Gamma hoch 3 durch Delta Quadrat, und dann haben wir zum Schluss noch die Delta hoch 3, schreiben wir mal gleich rational so hin: Alpha Quadrat, Beta Quadrat, Gamma Quadrat. Das ist eine rationale symmetrische Funktion in den Wurzeln Alpha, Beta, Gamma, Delta. Die Vertauschung eines Paares von Wurzeln, also Alpha mit Gamma zum Beispiel, ändert an Wert dieser Funktion nichts. Wir hätten also das Gleiche, wenn wir schreiben würden Psi von, wir haben gesagt, Gamma mit Alpha, und dann haben wir das Alpha hier, ist dieselbe etc. Das ist also ein kleines Beispiel dafür. Und jetzt wollen wir zeigen, dass diese Funktion Psi von Alpha, Beta, Gamma, Delta darstellbar ist als ein Psi quer von A1, A2, natürlich kann man A0 auch dann dazu nehmen, machen wir das gleich so, und A3 und A4. Diese Frage wollen wir hier anhand dieses Beispiels einmal klären. Und es ist auch ein Beispiel für den fundamentalen Satz über elementarsymmetrische Funktionen, der sagt, dass jede rational gebildete Funktion, die symmetrisch in den Wurzeln einer algebraischen Gleichung ist, hier also diese Gleichung vierter Ordnung, dass jede dieser Funktionen auch darstellbar ist als eine Funktion, als eine rationale Funktion der Koeffizienten dieser Gleichung. Das ist der Fundamentalsatz, den wir dann im nächsten Video auch streng beweisen wollen. Hier also nur einmal ein Probegalopp und ein Vorgeschmack, mit welcher Technik man das auch beweisen kann, vorexerziert an diesem Beispiel hier. Ja, da braucht man nur ein bisschen algebraisch-arithmetische Intuition, um zu verstehen, wie wir das angehen werden. Wir sehen ja hier zum Beispiel diese Kombination von Alpha hoch 3 durch Beta Quadrat. Wie können wir die erzeugen? Naja, der erste Ansatz ist einmal, dass wir dritte Potenzen brauchen. Wo finden wir dritte Potenzen? Die finden wir natürlich in der Potenzsumme S3. Die ist Alpha hoch 3 plus Beta hoch 3 plus Gamma hoch 3 plus Delta hoch 3. Und wo haben wir dann Terme wie 1 durch Beta Quadrat oder 1 durch Alpha Quadrat? Ja, natürlich bei S minus 2. Da haben wir 1 durch Alpha Quadrat plus 1 durch Beta Quadrat plus 1 durch Gamma Quadrat plus 1 durch Delta Quadrat. Wenn wir jetzt das Produkt dieser beiden Funktionen bilden, also v1
fangen wir mit S-1 an mal S3, dann werden wir tatsächlich all diese Kombinationen bekommen. Also hier Alpha hoch 3 mal 1 durch Beta Quadrat, Alpha hoch 3 Gamma Quadrat, 1 durch Delta Quadrat mal Alpha hoch 3 etc. etc. Dasselbe Spielchen für Beta, aber wir bekommen natürlich auch die Kombination Alpha hoch 3 durch Alpha Quadrat. Das bedeutet, dass diese Funktion, dieses Produkt einerseits natürlich unser gesuchtes Psi liefert, allerdings auch noch einen Term, der eben Alpha hoch 3 durch Alpha Quadrat, Beta hoch 3 durch Beta Quadrat, Gamma hoch 3 durch Gamma Quadrat, Delta hoch 3 durch Delta Quadrat liefert, und das ist natürlich Alpha plus Beta plus Gamma plus Delta. Das heißt also, dieses Produkt führt dazu, dass wir noch einen zusätzlichen Term bekommen. Dieser Term ist aber auch in den Potenzsummen enthalten, in dieser Klasse von Funktionen. Und wir können daher Psi ausdrücken, ganz sicher, als S-2 mal S3. Und hier haben wir minus S1. So. Und jetzt wissen wir durch die Newton-Identitäten, dass wir diese Dinger hier natürlich ausdrücken können als Funktionen von AK. Also AK symbolisch hier dargestellt. Und damit ist Psi tatsächlich als eine Funktion von A0 bis A4 darstellbar. Und das wollen wir jetzt auf der nächsten Tafel exakt durchziehen, damit man auch sieht, wie man sozusagen die algebraische Seite oder die praktische Seite veranstaltet. Und dann haben wir sozusagen ein Beispiel dafür, wie wir solche rationalen Funktionen zerlegen können, und auch einen Hinweis darauf, wie wir den allgemeinen Beweis dann führen können. Ja, hier steht also unsere Lösung für Psi, dargestellt als das Produkt von zwei Potenzsummen, beziehungsweise dann eben abgezogen einer weiteren Potenzsumme. Da haben wir die Gleichung vierter Ordnung schon auf eine Normalform gebracht. Wir haben durch den führenden Koeffizienten A0 dividiert. Und hier sind natürlich die Zs für die Lösung dieser Gleichung Alpha, Beta, Gamma, Delta aufgemalt. Und hier haben wir die Newton-Identitäten, die wir im letzten Video hergeleitet haben. Allerdings jetzt bereits schon mit dieser Division durch A0. Hier haben wir sowieso die Division durch A4, das haben wir im letzten Video kennengelernt. Und jetzt brauchen wir nur die Ausdrücke für S-2 und S3 finden. Fangen wir mal an mit den Ausdrücken für S3. Da haben wir natürlich aus der ersten Gleichung sofort S1 ist gleich minus A1 durch A0 als Lösung. Hier haben wir S2 ist gleich minus A1 durch A0 mal minus A1 durch A0 statt diesem S1. Und da haben wir die Gleichung, dann haben wir hier, machen wir das Klammern hierzu, und dann haben wir hier schon minus 2A2 durch A0. Schreiben wir so hin. Das heißt also, insgesamt haben wir A1 durch A0 zum Quadrat minus 2 mal A2 durch A0 als Ergebnis für S2. Und mit dem können wir natürlich sofort S3 ausrechnen. S3 ist daher, wenn wir noch genug Platz haben, minus A1 durch A0 mal dem S2, das wir hier oben haben, also A1 durch A0 zum Quadrat minus 2A2 durch A0. Und dann haben wir noch minus A2 durch A0 mal minus A1 durch A0. Das ist also aus der ersten Gleichung minus 3 mal A3 durch A0. Das zusammengefasst, schauen wir mal an. Hier haben wir das A1 durch A0 hoch 3 negativ genommen. Dann haben wir hier plus 2 mal A1 A2 durch A0 Quadrat. Das wären also diese beiden Faktoren ausmultipliziert, und hier haben wir plus A1 A2 durch A0 Quadrat, und dann haben wir minus 3 A3 durch A0. Das führt uns zu dem Ergebnis, dass S3
nehmen wir die positiven Glieder zuerst, also 3 mal a1 a2 durch a0 Quadrat ist, und dann haben wir die negativen Anteile a1 durch a0 hoch 3 minus 3 mal a3 durch a0. Damit wären wir also mit den positiven Potenzen fertig. Bei den negativen Potenzen geht es nicht so hoch her, da haben wir das S minus 1 gleich minus a3 durch a4 als Lösung. Und bei S minus 2, da werde ich mich in diese Zeile begeben, haben wir S minus 2 gleich minus a3 durch a4. Haben wir noch eine Multiplikation mit minus a3 durch a4 zu vollziehen. Und hier haben wir minus 2 a2 durch a4. Was in Summe dann gibt, schreiben wir es hierhin, also natürlich wieder a3 durch a4 zum Quadrat minus 2 mal a2 durch a4. Ja, damit wären wir im Wesentlichen fertig. Wir haben tatsächlich unser Psi gefunden. Das Psi wäre also oder ist in diesem Fall a3 durch a4 zum Quadrat, haben wir eine eckige Klammer, minus 2 a2 durch A4, eckige Klammer geschlossen, und hier haben wir diesen Beitrag. Da werden wir jetzt etwas gedrängter schreiben. A1 A2 durch A0 Quadrat minus A1 A0 hoch 3 minus 3 A3 durch A0, eckige Klammer geschlossen, und dann haben wir noch diesen Term hier zu berücksichtigen, also minus S1 ist natürlich plus A1 durch A0. Das ist also unsere Lösung. Und ja, wir können das natürlich etwas behübschen. Das will ich hier als Hausübung überlassen. Da kann man dann eine interessante Beobachtung machen, wie wir dann sozusagen die Potenzen und die Indizes deuten können, dieser Koeffizienten A. Ja, das wäre also ein Beispiel dafür, wie wir eine rational symmetrische Funktion der Wurzeln einer algebraischen Gleichung durch die Koeffizienten dieser Gleichung darstellen können. Das ist natürlich kein allgemeiner Beweis. Im nächsten Video wollen wir 2 Beweise anschneiden, mit denen man zeigen kann, dass jede dieser rationalen Funktionen tatsächlich durch diese Koeffizienten ausdrückbar ist. Ja, damit möchte ich heute schließen. Ich hoffe, es hat den einen oder anderen interessiert. Wenn so ist, bitte liken, dem Kanal treu bleiben oder abonnieren. Danke, bis dann, ciao.